Und damit guten Tag, Leute. Leo hier mit einem neuen Leo plaudert, also LP. Und naja, ihr seht es schon in der Überschrift. Wir werden hier über ein etwas anderes Thema sprechen, beziehungsweise ein etwas interessanteres Thema. Oder je nachdem, wie ihr das halt nennen möchtet. Aber bevor ich das tue, im Hintergrund seht ihr wahrscheinlich Bildmaterial von Darkest Dungeon. Das ist ein ganz nettes Spiel. Ich werde jetzt mal nichts dazu sagen, was das für ein Spiel ist und wie das funktioniert und so weiter und so fort. Denn irgendwann kommt dann Gameplay. Ich habe es schon aufgenommen, aber ich muss mal schauen. Ich muss erstmal die ganzen Let's Play-Teile vom Dead Space Let's Play hochladen. Aber gut, das ist alles Zukunftsmusik. Wir leben jetzt erstmal in der Gegenwart. Und es steht schon im Titel: Ich verdiene jetzt Geld mit YouTube. Das heißt wiederum, ich schalte nun Werbung. Und das ist das Thema, um was es heute gehen soll. Und ich habe dieses Video gemacht, um erstens darüber zu reden, also sprich erstmal zu sagen, hallo, ich mache jetzt Geld mit YouTube, sprich ich schalte Werbung. Und auf der anderen Seite wollte ich jedoch wiederum Transparenz schaffen, denn ich könnte jetzt einfach meine Fresse halten, die Werbung schalten und es nie wieder erwähnen und einfach, tja, kassieren. Aber ich dachte mir einfach, dass ich das einfach mal erzähle, wo ich diese Werbung schalte, wie ich sie schalte und dass halt ein bisschen Transparenz geschafft wird. Damit ihr halt wirklich wisst, ja, der macht Werbung und für das benutzt er sie. Und ja, so schaltet er sie halt. Das Ganze mache ich halt, weil, ja, um es jetzt mal so zu sagen, ihr seid quasi der Grund, weshalb ich diese Werbung überhaupt zeigen kann, ne? Ist ja auch logisch. Hätte ich keine Views, könnte ich keine Werbung schalten, denn, also könnte ich schon, aber ne, es würde ja keinen Sinn machen, ihr versteht schon, ne? Und ja, ich würde erstmal sagen, bevor es jetzt losgeht, bevor ich jetzt ein bisschen was sage, wo schalte ich die Werbung, welche Werbung schalte ich und so weiter und so fort, würde ich sagen, dass ich euch etwas ganz, ganz Wichtiges mitteilen muss. Jeder Zuschauer, der einen Adblocker benutzt, und jetzt bitte genau zuhören, das meine ich ernst, der ist uneingeschränkt, absolut und ohne jeden Nachteil genauso herzlich willkommen auf meinem Channel wie jemand ohne Adblocker. Das ist mir extrem wichtig, das zu sagen, denn um es auf den Punkt zu bringen, ich möchte, dass jeder meine Videos schaut, wie es ihm beliebt. Ich hab jetzt mal hier ein ganz dummes Beispiel, aber angenommen, jemand schaut meine Videos nur, wenn er richtig krank am Kacken ist, dann ist das absolut kein Ding und ja, dankeschön, dass du mir zuschaust. Ich hoffe, du hast eine gute Zeit auf dem Klo. Und es ist auch kein Ding, wenn dann jemand meine Videos schaut mit einem Adblocker und somit alles, was ich quasi dann an ihm verdiene, blockt. Das ist absolut kein Ding. Dankeschön, dass du mir überhaupt zuschaust. Das ist etwas, das wollte ich wirklich nochmal explizit sagen, denn es ist mir halt extrem wichtig, das zu sagen, das zu kommunizieren, dass wirklich jeder, absolut jeder, egal ob Adblock oder nicht, auf meinem Channel quasi willkommen ist, denn es hat auch den Grund, ich wäre ein Heuchler, würde ich das nicht sagen. Wer meine zum Beispiel Serious- oder Nicht-Videos mal verfolgt, beziehungsweise mal öfters reinschaut, da werdet ihr feststellen, dass ich auch einen Adblocker habe. Oben rechts in der Ecke ist das schöne Zeichen von Adblock Plus, sprich ich benutze selbst einen Adblocker und wenn ich jetzt sagen würde, ja, alle mit Adblocker sind scheiße, das wäre Untermenschen scheiße und damit wäre ich nichts weiter als ein Heuchler und dementsprechend wollte ich wirklich sagen, jeder der einen Adblocker benutzt, der ist genauso herzlich willkommen wie jemand, der ihn nicht benutzt. Punkt, da diskutiere ich nicht. Aber ich will jetzt natürlich nicht nur darüber reden, dass ich es okay finde, dass ihr einen Adblocker benutzt oder nicht, sondern ich möchte eben auch, jetzt kommen wir zur Transparenz, euch sagen, wo ich denn welche Werbung schalten werde. Ich habe mir nämlich mal ein bisschen Gedanken gemacht und zwar habe ich mir ein Konzept aufgestellt, ein sogenanntes Mühe-Konzept. Bevor ich jetzt aber da so ganz genau drauf eingehe, würde ich erstmal sagen, für alle die es nicht wissen, die Monetarisierungsfunktion, die funktioniert auf verschiedene Arten und Weisen. Es gibt quasi, ich sag mal, eine Basismonetarisierung. Das ist quasi, da werdet ihr jetzt ein Bild von sehen, welches ich einblende. Das ist quasi die Frage, will ich überhaupt eine Werbeeinblendung auf einem Video machen oder nicht? Das ist dann quasi die Basis. Schalte ich dann diese Monetarisierungsbasis ein, so wird auf das Video, wo ich das eben einschalte, eine Werbeeinblendung neben oder je nachdem, unter dem Video, da werdet ihr jetzt auch nochmal ein Beispiel im Video sehen, das wird dann halt daneben eingeblendet. Und das wird ab jetzt bei jedem meiner Videos sein, die sehr geringe Mühe haben. Da komme ich gleich noch drauf zu. Warum wird das jetzt bei jedem meiner Videos so sein? Ganz einfach, es stört den Videofluss nicht. Ich werde hier wie gesagt, nee, stimmt, jetzt kommt das Beispiel erst. Okay, jetzt kommt das Beispiel erst, mi scusi. Aber ihr werdet das jetzt in dem Beispiel sehen. Das stört einfach den Videofluss nicht. Das wird angezeigt, aber maximiere ich zum Beispiel das Fenster, beziehungsweise halt das Video, oder mache es sogar auf Vollbild, dann ist die Werbung weg.
dann stört sie nicht mehr, dann sieht man sie einfach nicht mehr. Und das finde ich sehr extrem wichtig, denn es stört einfach dann den Videofluss nicht. Um jetzt eben auf das Mühe-Konzept zu kommen. Gameplays und Let's Plays, die haben selbstverständlich Mühe. Ich gebe mir Mühe bei meinen Videos, aber ich meine das im Verhältnis zu anderen Videos. Let's Plays und Gameplays, selbstverständlich, ich gebe mir überall bei Mühe, aber im Verhältnis zu einem zum Beispiel seriös oder nicht Video, sind die von der Mühe echt gering. Also ich meine, ich nehme da was auf, ich nehme da ein Video auf, meine Stimme, editiere das ein bisschen und gut ist. Da gebe ich mir auch Mühe bei, aber um es auf den Punkt zu bringen, es ist halt eine sehr viel geringere Mühe als bei meinem Leo rastet oder zum Beispiel beim seriös oder nicht Video oder einer Finishing Montage. Und diese geringe Mühe ist eben der Grund, wieso ich nur diese kleine Werbung einsetzen werde, denn es gibt natürlich auch noch sehr viel mehr Werbung, die man bei YouTube setzen kann, wozu ich jetzt zu erweiterter Mühe komme. Was ist erweiterte Mühe? Mit erweiterter Mühe, da meine ich Videos wie zum Beispiel ein Leo rastet Video oder ein Leo plaudert Video. Also diese Videos, so ein Leo rastet, das ist halt sehr viel Editiermühe. Ihr könnt euch gerne mal die letzten zwei Leo rastet Videos anschauen, die haben schon recht viel Editieraufwand gezogen und sind somit mehr Mühe gewesen als letztendlich ein Gameplay. Und ein Leo plaudert wiederum, wie dieses hier, das ist an sich sehr unscheinbar, denn es ist ja quasi nur ein Gameplay und ein Kommentar. Aber je nach Thema, da sitze ich wirklich ein paar Stunden am Skript. Ich werde jetzt mal ein paar Skripte einblenden, die gehen locker schon mal über zwei Seiten hinaus. Und das ist halt der Grund, wieso ich da ein bisschen mehr Mühe habe. Heute zum Beispiel, keine Ahnung, wir haben jetzt gerade hier 4:30, 3 Uhr habe ich ungefähr angefangen, das Skript hier für dieses hier zu schreiben. Werde ich auch mal einblenden und das dauert halt wirklich. Und deswegen zähle ich auch die Leo plaudert Videos zu der erweiterten Mühe in meinem Mühe-Konzept. Und was gibt's da für Werbung? Da werde ich die Basismonetarisierung, sprich so eine Werbeeinblendung unter oder neben dem Video und auch noch überspringbare Videoanzeigen einblenden. Diese überspringbare Videoanzeigen, das sind halt diese, ich sag mal, Videos, diese Werbungsclips, die halt am Anfang des Videos gezeigt werden und die man so nach 5 Sekunden überspringen kann. Da werde ich auch nochmal ein Beispiel im Video drin zeigen. Und ja, die wird es halt bei den erweiterten Mühe-Videos geben. Namenhaft eben Leo rastet Videos oder halt Leo plaudert Videos. Wenn es geringe Mühe gibt und erweiterte Mühe, dann wird es selbstverständlich auch maximale Mühe geben. Und zu der maximalen Mühe, da zählen Videos wie zum Beispiel ein seriös oder nicht Video und die Finisher Montages. Die seriös oder nicht Videos, selbstverständlich, das ist eine Vergewaltigung, die zu editieren. Also, ich kann ja mal sagen, wie ich das Ganze mache. Ich zensiere ja sehr viel oder die Keys zum Beispiel, die ersetze ich durch irgendwelche random generierten Sachen oder durch einzelne Buchstaben nur. Und das läuft quasi am Ende darauf hinaus, dass ich Frame für Frame diese Videos durchgehe. Und das ist bei 60 FPS, doch ein bisschen viel. Eine Sekunde 60 Bilder, die ich durchgehen muss. Ja, das ist eine gottverdammte Vergewaltigung, diese Dinger zu editieren. Ich kaufe mir natürlich sehr viel öfter auf Key-Seiten irgendwelche Spiele, aber ich mache halt nicht jedes Mal ein Video davon, denn es dauert einfach, um Gottes Willen. Ich werde nicht aufhören damit, aber ich freue mich jetzt schon auf das nächste seriös oder nicht Video, wo ich einfach den ganzen Scheißtag damit verbringe, dieses komplette Video Frame für Frame durchzugehen, um zu schauen, ist da alles zensiert, kann ich meine persönlichen Daten schützen oder nicht. Die Finisher Montages, ich glaube, da muss ich nicht so viel zu sagen. Da spiele ich halt ein ganzes Spiel durch und nehme die Kills auf. Und das kann ganz schön auf den Sack gehen, denn manchmal glitscht dann irgendwas rum oder klippt oder es gibt einen Bug und sonst was und da muss man den Kill erneut aufnehmen. Das ist nervig, das ist so eine Sache. Das müsst ihr mir jetzt einfach mal glauben. Ich habe ja in letzter Zeit nicht so viele Finisher-Montages eben gebracht, aber das ist echt auch... Das ist ein Krampf. Das ist auch so ein Krampf. Das sind halt wirklich meine beiden Videotypen, die halt wirklich maximale Mühe von mir abverlangen. Die Leo rastet Videos, die sind sehr nah auch an maximaler Mühe, aber es ist wirklich diese seriös oder nicht oder Finisher Montages. Boah, das kann ich jetzt wirklich nur zu sagen, aber das ist so grauenhaft, die zu bearbeiten, ne? Und deswegen werde ich auch da das komplette Werbepaket benutzen. Das habe ich erstmal so genannt. Das komplette Werbepaket, das werdet ihr jetzt auch eingeblendet sehen, das besteht quasi aus allem. Also Werbeeinblendung neben oder unter dem Video, überspringbare Videoanzeigen, Overlay-Anzeigen, gesponserte Infokarten,
Das ist quasi alles, was einen richtig krank anpissen könnte. Und weil ich eben weiß, dass das alles ziemlich anpissen könnte, werde ich, und das ist jetzt so eine Sache, dass das finde ich eigentlich ganz cool. Das ist mir so in den Sinn gekommen, als ich ein bisschen drüber nachgedacht habe, was ich da alles für Werbung zeige. Ich werde die ersten 2 Tage nach Release eines solchen Videos keine Werbung schalten. Ihr seid ja meine Abonnenten und ihr seid somit... Oh, es regnet gerade draußen. Oh, ich lenke ab. Ihr seid halt die Ersten, die meine Videos sehen. Ihr seid halt meine Abonnenten und somit erscheinen logischerweise meine Videos bei euch zuerst in der Subbox. Und somit seid ihr die Ersten, die quasi meine Videos sehen. Das ist der Grund, wieso ich die ersten 2 Tage eben keine Werbung schalte. Damit ihr quasi dieses ganze beschissene komplette Werbepaket nicht sehen müsst. Das komplette Werbepaket, das bringt logischerweise das meiste Geld. Aber es pisst auch am meisten an. Und das möchte ich euch ungern antun. Deswegen werde ich die ersten 2 Tage, wo ein solches maximale Mühe-Video eben hochgeladen wird. Jetzt habe ich mich im Satz verloren. Oh shit. Dieser Regen. Hör mal auf zu regnen, du lenkst mich ab. Naja, aber da werde ich halt die ersten 2 Tage, wo so ein maximale Mühe-Video rauskommt, eben keine Werbung schalten, damit ihr es euch schön angucken könnt, ohne diese ganze Scheiße. Ja, das war's eigentlich schon. Ja, doch, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Nein, habe ich nicht. Bitte schreibt Fragen, die ihr noch habt, in die Kommentare. Ich möchte die größtmögliche Transparenz bieten, die ich eben bieten kann. Und ich weiß ja nicht, also ich meine, dass ich hier alles gesagt habe, was gesagt werden muss, aber falls ihr da eben noch Fragen habt, dann bitte haut das in die Kommentare, denn ich möchte wirklich, dass ihr den Durchblick habt, wieso ich das mache und warum ich das mache und wie ich es mache. Also, ich habe noch gar nicht gesagt, warum das jetzt ausgerechnet kommt. Ja, einfache Frage, einfache Antwort. In Zukunft hat alles, was ich mache, mit Geld zu tun. Habe ich, glaube ich, irgendwann schon mal gesagt, aber ich habe jetzt meine 2 Jahre lang eine Ausbildung zum Mediendesigner. Das habe ich, wie gesagt, schon gesagt, aber danach werde ich 1 Jahr lang nach England ziehen und da meinen Bachelor machen. Dann bin ich ausgebildeter Bachelor of Arts und das kostet. Das, oh mein Gott, das kostet. Also ich rede nicht nur vom Studium, die Schule und so weiter und so fort, also die Universität, ne? Aber auch das Leben in England. Ich muss logischerweise nicht nur studieren, sondern auch in England leben und... Wir hatten schon in der Schule einige Informationsveranstaltungen und es ist so, dass England sehr viel mehr kostet als Deutschland. Ich kann mich noch an einen sehr griffigen Vergleich erinnern. Ich rauche nicht, aber der Unterschied dabei ist sehr nett, wenn man sich mal den anschaut. Hier in Deutschland kostet so eine Zigarettenschachtel 20 Zigaretten irgendwie so 5 Euro oder so. Und in England kostet das dann 8,50 Euro oder so. Wie gesagt... Betrifft mich nicht, ich rauche nicht, schmeckt nach Scheiße, von daher, ich habe keinen Grund, überhaupt mit dem Rauchen anzufangen, aber nur um das mal im Vergleich zu setzen, dass da halt sehr viel mehr teuer ist, ne? Und ja, deswegen wollte ich halt jetzt mal anfangen mit der Videomonetarisierung. Ich kann das Geld einfach gebrauchen. Und wenn ich wirklich aus meinem Hobby ein bisschen Geld rausziehen kann, das ist doch klasse, oder? Und ja, das soll dieses Ende des Videos sein. Bitte schreibt mir wirklich in die Kommentare, was ihr davon denkt, denn es betrifft euch ja direkt. Ihr seid die Leute, die die Werbung dann letztendlich sehen. Und ich will euch echt nicht auf den Sack gehen damit, sondern ich möchte, dass ihr sagt, ja, Leo macht jetzt Werbung, aber das ist echt okay. Denn so wie er das macht, so wie er das regelt, so, da kann ich mit leben und es betrifft ja auch dann nicht seine Videos. Also sowas hoffe ich letztendlich, dass ihr dann so darüber denken werdet. Also deswegen bitte schreibt mir in die Kommentare und ja, das war es dann jetzt auch wirklich. Vielen herzlichen Dank, dass ihr mir zugehört, ja, dass ihr das halt gemacht habt. Und dementsprechend würde ich sagen, vielen herzlichen Dank fürs Anschauen. Ich bin raus, haut rein.